Da sind wir wieder. Aber nicht mehr lange. Ah ja, aber das verraten wir noch nicht. Ja, genau. Ich mache jetzt mal den Timer. Ja. Dann hole ich ein Stück Knackholz. Und dann werden wir sehen, was passiert. Ich sitze schon mal. Oh, das ist schön. Dann kannst du ja schon meine erste Frage beantworten, die ich heute an dich habe. Ja. Wie geht es dir, Daniel? Mir geht es gut. Oh, das ist aber schön. Obwohl ich ja eigentlich gar keinen Grund hätte, weil so ganz langsam bei der Ausstrahlung würde ich sagen, ich muss morgen wieder arbeiten. Ehrlich jetzt? Ach ja. Oh, Gott, ich schnall auch wirklich nichts. Ne? Nee, machst du auch nicht. Ja, das tut mir wirklich leid. Sorry. Aber ich hab eine Ausrede. Mhm. Ich habe nämlich heute mal wieder alkoholfreies Radler. Ah, Radler. Man kann trotzdem von rülpsen. Olli ist auch wieder dabei. Ja. Weil hallo Olli. Meinen zweiten Pieks bekommen habe und dann bin ich ja ein vorbildlicher Bundesbürger. Aber ist dir mal was aufgefallen? Nein. Das ist jetzt deine zweite Impfung. Ja. Das ist das zweite Mal Donnerstag. Ja. Machst du das mit Absicht? Ja. Du machst das cleverer. Schon. Du machst das ja nicht am Donnerstag. Das ist nicht schlecht. Aber schön, dass es dir gut geht. Ja. Ja, wie geht's dir denn? Ja, super. Morgen bin ich wahrscheinlich flach mit 30 Grad Fieber. Was kriegst du denn? Du kriegst Alster, ne? Ich nehme Alster. Kiezmische. Ja. Ja. Bei mir ging das richtig spontan, ne? Ja. Wollen Sie? Ja. Was kriege ich denn? Biotech. Tschüss. Ja, ich sage immer also, Jever. Morgen. Ich sage immer Jever. Was wollen Sie? Jever. Tschüss. Das ist so die Idee. Aber hast du ein Fehl der Woche für mich? Naja, was heißt Fehl der Woche? Habe ich schon irgendwie. Ich denke mal, DEM ist schon Fehl der Woche genug, ne? Ich geh weg. Ich werd beschossen. DEM ist Fehl der Woche. Ach, aber soll ich dir was sagen? Ich meine, so einen Quatsch wollten wir eigentlich nicht. Nein. Aber nee, wir wollten nicht über Corona reden. Okay, aber EM... Kann man ja mal ganz kurz mal ansprechen. Ganz kurz mal ansprechen. Ich finde es gut, dass ihr raus seid. Also wirklich, ich finde es wirklich gut. Ja. Weil dieser Krampf, dieser unglaubliche Krampf, irgendwie gut spielen zu wollen, das hat man doch schon gesehen. Ich war ein bisschen enttäuscht darüber, dass wir so viele hochdozierende Spieler da qualitativ ohne Ende gehypt und nichts gebracht. Ja, ne? Genau so. Ich finde, man hat so dieses das würde ja wahrscheinlich jetzt jeder Kritiker sagen, wenn du in einem K.O.-System bist, weißt du, dass du rausfliegst, wenn du verlierst. Und dann renne ich doch um mein Leben. Richtig. So, und die Leute, die haben ja alle Konditionen, die machen doch nichts anderes, als wir trainieren. Und ja, dann hast du da richtig schnelle Leute und konditionell starke Leute. Und ja, ich verstehe es. Ist nichts passiert. So. Nee, ich verstehe es auch nicht, aus ehrlich gesagt. Ja, aber das Ding ist ja, dass die ja auch unglaublich viel Geld dafür kriegen. Und dann so eine Leistung. Man kann verlieren, aber die Frage ist, wie? Ja. Die kleinen Mannschaften, die jetzt alle weiter sind, ne, die haben alle gerackert wie die Schweine. Ja. Ist einfach so, weil sie wissen, worum es geht. Es geht denen einfach zu gut. Ja, einfach zu gut. So wie uns. Und dann hat mein Uwe erzählt, Neuer und Müller ziehen sich jetzt EM-technisch zurück. Echt? Neuer kann auch, man ne? Das? EM-technisch? Natürlich. Man sagt, okay, das große WM mache ich noch, aber EM nicht. Den würde ich einen husten. Na, nein, ehrlich? Nee, das geht doch gar nicht. Na, anscheinend. Ja, ach so, na, vielleicht meinen Sie ja damit, dass Sie zur WM in anderthalb Jahren noch dabei sind. Mhm. Und dann die nächste EM dann nicht mehr. Nicht, dann ist es ja wenig. Gut, dann ist ja Neuer auch schon 40. Ja, deswegen normalerweise, das, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ist ja auch egal. Ich find's auch. Ich habe noch einen Fehl der Woche. Und zwar ist mir heute eine Milch runtergefallen, ne? Ach, die war nicht mehr haltbar. Oh Gott. Das ist ja genauso schlecht wie dieser Bescheid. Aber das ist genau mein Humor. Ja, das ne? Ist wie mit dem... wo wir jetzt doch gerade bei Fußball sind, hier mit Ginter. Ne? Ja. Ginter ist doch dieser Nationalspieler von Deutschland, dieser eine. Ne? Ja. Weißt du, alle stehen davor, nur Ginter, der steht. Was macht ein Pole auf dem Glatteis? Ne? Einbrechen. Voll der Schwede. Ja, ja. Oh Gott, oh Gott. Was ist rot und schlecht für die Zähne? Ziegelstein. Sag mal, wo gräbst denn das aus, ey? Was sagt der große Stift zum kleinen Stift? Wachsmalstift. Pass auf, einen habe ich noch. Ja.
Was machen zwei wütende Schafe? Sie kriegen sich in eine Wolle. So, ein allerletzter und dann kommen wir wieder zurück, ne? Dann hören wir aber auch zu lachen. Ja, ja. Wie war die Stimmung in der DDR? Es hielt sich in Grenzen. So. Haben wir das schon mal. Das war mir ein Bedürfnis. Ja, das finde ich aber geil, weil es ist genau mein Humor. Ja, es war trockener Humor. Ne? Man muss auch mal lachen können. Gestern hat mir irgendeiner erzählt hier aus dem Dorf, wollte witzig sein und sagte dann, ja, und dann habe ich einen Ossi, den kannte ich von der Arbeit her, der einzige Ossi, der da ist, und der sagte dann, warum spielt die USA dann bei der EM nicht mit? Das sollte dann witzig sein. Ja. Und dann habe ich gesagt, dieser Witz, der steht, also im Keller steht diese Bartwickelmaschine. Ja, ja. Von dem Bart, so alt ist der Witz. Aber hat nicht Dings letztens hier beim Spiel auch irgendwas mit UdSSR oder so irgendwie, also zu Russland haben die irgendwie anders gesagt. Da wusste ich auch erst zweimal so. Eigentlich heißt es doch CCCP. Okay. Nicht? Ich habe das früher immer so gelesen. CCCP. Ja. Du wolltest irgendwas erzählen zwecks Urlaub. Wolltest du das erzählen? Ach, wo ich im Urlaub war? Ja. Ja, ich habe tatsächlich, aber nur kurz am. Ja, kriegst 5 Minuten. Oh, das ist aber lang. Das ist ja geil. Soll ich einen Timer? Nein, erzähl mal, wirklich. Ich war im Urlaub jetzt vor einer Woche, für eine Woche. Paddelurlaub mit meinem Sohnemann tatsächlich. Ja. Nur Vater-Sohn-Tour auf der Peene. Ich weiß nicht, Peene ist dir. Ja, ich sag, ja klar. Großer. Genau. Du kommst ja eher daher als ich, weil du bist ja dichter dran, sozusagen. Ja, aber das ist Geografie und Erdkunde, da war ich immer Kreide holen. Okay, alles klar. Nein, aber das ist ein geiler Fluss, so Bundeswasserstraße, sehr breit, relativ wenig Strömung. Ja. Da haben wir eine ganze Woche lang, sind wir 90 Kilometer mit 2 Kajaks gepaddelt. Das ist geil. Und dann richtig schön morgens los und genau. Dann... Und nachmittags irgendwann auf dem Rastplatz. Zelt aufgeschlagen. Genau. Schön und Bierchen getrunken. Bierchen getrunken, schön Gaskocher an und Grill. Scheiß. Und nächsten Morgen dann Kanu und weiter. Ja. Also durchgehend gutes Wetter oder? Nee, es hat zwischendurch auch mal gewittert. Da war die Gewitterzelle, es war nachts irgendwie direkt über uns. Also es war sehr. Das Geile war, die Büsche waren dann halb so hoch wie die Zelte. Das heißt, die Zelte war das höchste, weit und breit. Das ist natürlich dann nicht ungefährlich. Mein Sohn fand es cool, ich hatte Schiss. Aber es ist natürlich ein Erlebnis, sowas, wenn du sowas. Und dann einen Tag hat es auch richtig doll geschüttet. Da waren bis auf die Knochen durch. Ja. Aber es hat alles geklappt. Cool. War heiß. 2 Tage war es, 3 Tage heiß. 37 Grad. Ja. Auf einem riesengroßen See, Kummerower See. Ja. Das ist schon bitter. Da musst du aufpassen, dass du keinen Sonnenstich kriegst, weil es da von unten auch noch ballert. Ne? Ja. Und eine Story will ich erzählen. Und die anderen lasse ich, ist Geheimnis. Wie auch immer. Das Geheimnis, mehr oder weniger, wir sind am einen Rastplatz angehalten, da gab es weder fließend Wasser noch Strom. Da war wirklich nur ein Plumpsklo. So, da waren dann links und rechts Heuballenfelder, da hatten wir unsere Klos dann sozusagen, aber kein Wasser. Wir waren nicht darauf vorbereitet. Wir hatten nur so gekauftes Wasser aus dem Lidl, irgendwie so 1,5 Liter Flaschen, und wir hatten noch 2 übrig. Ja. Bei der Hitze seufzt ja wie ein Loch. Ja. Und dann war da aber so eine Art Badestelle in der Peene, in dem Fluss kann man auch baden. Und da waren da Tagesgäste aus dem Dorf oder irgendwo. Und dann haben wir gefragt, ob es irgendwo Wasser gibt. Und dann haben wir gesagt, ja, lauf mal Richtung Dorf, so 1-2 Kilometer. Und da ist irgendwo so ein Zapfstand. Der Zapfhahn, kennst du das irgendwie aus den... Ich kenne diese Brunnen noch, die du so am ja, Pumpen bist. Genau, bei den Friedhöfen. So. Ja, ja, genau. Das ist aber ein richtig mit Wasseranschluss und dann machst einen Euro rein, extra für die Paddler. Ah, das ist aber gut, das ist extra cool. Die Paddler nochmal so... Ja. Und wir gehen los. Genau. Wir gehen los. Alter, eine Hitze. Links ein Riesenfeld mit diesen Heuballen. Rechts ein Riesenfeld. Gehen um die erste Kurve, um die zweite Kurve. Mitten im Nichts, mitten auf dem Feld, ein Imbiss. Nein. Mecklenburg-Vorpommern, das wird es hier nie geben. Mitten im Imbiss. Ich guck meinen Sohn an. Ich sag, Alter, ist das geil. Komm, wir fragen mal, ob die irgendwie Pommes oder irgendwas. Pommes bestellen. Boah, hast du ein Bier? Ja, sagte er, ich habe frisch gezapftes, kaltes Lübse. Nein! Das Wasser war uns scheißegal. Wir sind nicht bis zum Wasser angekommen. Immer. Alter, richtig geil. Aber das ist wieder so dieses Typische. Würdest du hier nicht? Nee. Das, keine Ahnung, aber was denken die sich da? Was ist der Hintergrund, weißt du? Ja. Naja, tatsächlich war es so, wir sind ja natürlich trotzdem noch zum Wasser gegangen, haben das geholt. Ja. Und ein Kanister kam wieder. Gut, da war richtig voll nachher. Die ganzen Paddler sind dahin. Aus dem Dorf. Wenn sich das rumspricht und du sowas weißt. Ja.
Dann gehst du da hin. Das ist nachher Ziel. Und das ist so ein älteres Ehepaar, die schon Rentner, und die haben Spaß daran. Sie sagt, wir verdienen jetzt Geld unseres Lebens hier. Das glaube ich gerne. Ja. Schön. Also war auch das allererste Mal, dass du das, glaube ich, mit deinem Interview gemacht hast, oder? Genau, war alles immer und ich kann das nur empfehlen. Sowas. Ja. Also schweiß zusammen. Ja, also ich würde jetzt nicht Kanu fahren. Nein, das muss ja auch nicht sein. Das kann alles andere sein. Du kannst ja auch eine Woche lang Pensionshopping machen. Mit dem Auto geht ja auch. Fahrt ich zu der Pension, mal zu der oder irgendwie so. Aber wichtig ist dieses zu zweit, ne? Das war schon prägend, ne? Rauskommen, ja. Ist eine schöne Sache. Ja. Wenn das Wetter so einigermaßen gestimmt hat. Und da gab es natürlich genug Fails der Woche, aber das will ich nicht. Also, ist klar, passiert immer was. Immer die Sachen fallen ins Wasser und so, das gehört alles dazu. Ja. Coole Sache. Ja, muss ich auch sagen. So, Prost, ne? Ja. Weil der Tarn bei uns verdient. Ist Herr uns verdient. Ich wollte mal ein Thema ansprechen, weil ich nicht genau weiß, ob ich da so eigen bin. Oder ob du das genauso siehst, ich habe letztens Leergut weggebracht. Bei mir heißt es ja leer schlecht. Ja. Und stand an, weil vor mir eine ältere Dame mit zwei Körben immer Flaschen in den Automat getan haben. Ja. Und dann hat sie die zu schnell hintereinander gemacht. Dann kam die wieder raus. Dann hat sie wieder geguckt, nochmal reingesteckt, nochmal. Ich hatte nur auch nicht wenig. Ich hatte jetzt auch zwei Beutel. Ja. Und dann kam hinter mir eine Dame, auch eine ältere. Die guckte mich schon so total entsetzt an, weil ich draußen stand. Ne, durch Corona und so weiter, Abstand halten, war die Dame, die ja immer reingeschmissen hat, in dem Pfandleergutraum. Und ich bin draußen stehen geblieben und habe halt gewartet. Und sie guckte mich schon so total aggressiv an, was ich denn da mache. Und rannte erstmal an mir vorbei, rannte rein, sah dann die Dame stehen, guckte mich wieder an. Ich guckte sie an und stellte sich dann hinter mich. Also sie hat dann geschnallt, dass du anstehst. Richtig, so. Dann fing sie an, nach ca. 20 Sekunden immer wieder an mir vorbeizulaufen, reinzugucken, wie weit die denn ist. Und die hatte, glaube ich, zwei oder drei Flaschen in ihrem Beutel. Jetzt tanzte die hinter mir ständig auf und ab und schwang mit diesem Beutel hin und her. Ich natürlich so in meiner Eingebung gedacht, die wir jetzt darauf aufmerksam machen, dass sie nur zwei, drei Sachen in ihrem Beutel genau. hat. Die Frau hat mich irre gemacht. Ich habe sie dann angeguckt, dann guckte sie mich wieder an und dann hat sie aufgehört. Und im Endeffekt habe ich sie dann natürlich auch vorgelassen, weil ich hatte wirklich ein bisschen mehr. Darauf hatte sie ja spekuliert, ist ja klar. Ja, natürlich. Ja. Aber sowas nenne ich penetrant. Kennst du auch penetrante Leute? Ja. Ja. Hast du sowas auch irgendwie schon mal so? Also beim Anstehen definitiv. Ja. So, aber da gibt es ja auch andere Beispiele, wo dann wirklich freundlich gefragt wird, kommt die vorbei, ich habe hier echt nur... Das ist ja nicht penetrant, finde ich. Ja. Nee, ist nicht penetrant, aber mir fällt ab, in dem Moment fällt mir Knallerfrauen ein mit Martina Hill. Das hat mir mein Uwe erzählt. Ja, okay. Auch diese Situation, totale Schlange und einer steht vor ihr mit unglaublich viel, was er einkaufen will und sie hat einen Toast in der Hand und dann sie so, ja, kann ich mal vorbei, ich habe nur einen Toast. Und er sagt, na klar, hier. Und dann siehst du Schnitt. Dann siehst du irgendwo Sparkasse, Geldautomat, steht eine totale Schlange und sie ganz hinten. Und die holen Geld und brauchen, und dann sie, kann ich vorbei, ich habe nur einen Toast. Und irgendwo noch nur einen Toast. Na gut, dann ist das ja wieder so das ein bisschen ins Lustige gezogen. Nein, ich weiß aber nicht, genau, was ich hätte jetzt damit gerechnet, dass die beiden sich wieder treffen und er fragt und sie sagt, nö. Ja, genau. Das wäre ein Kameradenschwein gewesen. Das wäre ein Kameradenschwein gewesen. Aber sie hat nur einen Toast bei der Sparkasse. Ja. Aber wo du gerade sagst, Kasse... Ist das ja auch so dieses, ne? Du stellst dich normalerweise an, merkst, gut, lange Schlange, hat sich gerade entwickelt, so, und stehst dann da. Und dann merkst du, dass hinter dir dann irgendwie jemand dazukommt und es vergeht nicht mal eine Minute, da fängt der hinten an, sich schon zu beschweren. Also ich sage jetzt eher, allgemein kann auch eine Frau sein, aber meistens ist es ein Kerl, der sich dann tierisch darüber aufregt, warum die keine zweite Kasse aufmachen und brüllt dann auch, nach nicht mal einer Minute, wie gesagt, nach vorne, ob die nicht mal bald eine zweite Kasse aufmachen können und so weiter. Das ist auch penetrant. Finde ich auch. Definitiv. Also das ist, wo ich auch nicht verstehe. Also bei mir ist es tatsächlich so, ich denke dann darüber nach, warum das so ist. Es muss ja einen Grund geben, warum die zweite Das wollte Kasse ich dich gerade fragen. Nee, ich hätte dich jetzt gefragt, was haben die für ein Problem? Ja, das frage ich mich auch. Also es gibt doch genug Leute, die sich über alles Mögliche aufregen. Über alles Mögliche. So. Also ich glaube, um deine Frage richtig verstanden zu haben, fragst du dich, warum sie denn keine zweite Kasse aufmachen? Ja, das ist wahrscheinlich mehr oder weniger klar. So, es gibt immer Gründe dafür. Naja, sie müssen, also ich weiß jetzt nicht, ich bin der Meinung, dass ich das vielleicht richtig erkläre oder zumindest einen Teil richtig erkläre.
Es ist so, dass eine gewisse Anzahl Leute an der Kasse in einem gewissen Zeitraum stehen müssen. Genau. Und die an der Kasse sitzt, zieht ja durch. Ja. Und bei Penny weiß ich gar nicht, ob das da so ist, dass du in einer Minute so und so viel schaffen musst. So. Mhm. Und wenn du das natürlich nicht mehr schaffst, guckst du ja nicht ständig nach hinten. Ja. Aber du guckst ja schon nach hinten. Und wenn du merkst, du schaffst es einfach nicht mehr, dann rufst du die zweite Karte. Oder halt ab einer bestimmten Anzahl. So, ne? Ich glaube, das ist so das Prinzip. Ja. Da wird dann aufgemacht. Aber ich verstehe die Leute nicht, die einkaufen gehen. Und in gewisser Weise verstehe ich schon, wenn ich zwei Sachen nur kaufe und ich komme plötzlich an die Kasse, da sind fünf Leute vor mir. Ja, gut. Dann muss ich doch aber warten. Ach, natürlich. Muss ich doch haben. Ja, und wenn ich weiß, ich habe nicht genug Zeit, dann gehe ich da nicht einkaufen. Oder ich sehe beim Reingehen, es ist voll und ich gehe wieder raus. Habe ich letztens auch jemanden gehabt oder zugeguckt, das war auch bei Twitch, der hat gemeint, er geht rein und guckt schon mal gleich, wie voll die Kassen sind. Genau. Und wenn er da sieht, das lohnt sich nicht, geht er gar nicht erst einkaufen. Egal ob eine Sache oder zehn Sachen, weil er ganz genau weiß, da dreht er durch. An der Kasse dreht er durch, weil er Leute nämlich dann beobachtet, die vor ihm und hinter ihm stehen. Und die dann aber durchdrehen. Mhm. Und das macht ihn dann wieder verrückt und sagt, nee, das will ich mir gar nicht antun. Aber ich habe noch ein... Mal kurz. Findest du ein alkoholfreies Bier zwischen deinen alkoholfreien Getränken? Ja, ich hab's. Ah, ein blaues? Das? Eine blaue Flasche? Was ist das denn? Oh, oh, oh. Olli! Hey! Hat ja gar nicht wehgetan. Flensburger Radler alkoholfrei. Du trinkst ganz schön durcheinander, ne? Nicht, dass du besoffen wirst. Ich krieg morgen Kopfschmerzen. Das ist nicht von der Impfung, sondern von dem Scheiß. Ja, genau. Vom alkoholfreien Durcheinander. Mir ging es letztens im Baumarkt so. Im Baumarkt kennst du doch diese langen Regale, wo es unglaublich viele Schrauben gibt. Mhm. Auch einzelne Schrauben. Und ich habe wirklich eine ganz spezielle gesucht für meine Boote, bevor wir losgefahren sind. Die mussten wirklich ganz genau reinpassen von der Durchmesser-Sache her und von der Länge her. So, und dann musst du gucken. Dann hast du die alte mit und guckst genau, guckst, ob die Mutter drauf passt und. Und dann war einer, so ähnlich wie bei dir, nur bei mir bei den Schrauben, hinter mir, der wollte da auch ran. Ich habe ja schon gemerkt, aber ich musste da nun mal gucken, ich musste das ganz genau, der kam immer dichter. Der hat sich auch schon so hingestellt. Ich saß unten im unteren Grad, hab mich so nach vorne gebeugt und er stand, also ungelogen, schon 20 cm so hinter mir und hat oben rumgewühlt. Ja. Das heißt, er hat schon fast mich weggetreten mit den Füßen. Kann der nicht fragen, ich muss mal kurz, kannst du nicht ein Stück beiseite oder so? Muss der mir so auf die Pelle rücken? Ich meine, gerade zu Corona-Zeiten ist das doch irgendwie nicht so gibt ganz... Gibt es viele, die das irgendwie, glaube ich, ja, nicht verstehen oder nicht mitbekommen, dass sie einem dazu nachreden? Ja, vielleicht ist es so, dass sie gar nicht mitbekommen. Nee, weil das genau dieselbe Geschichte, so eine ähnliche Geschichte hatte ich auch. Ja. Da stand ich am Getränkeautomaten und hinter mir stand ein Rentner. Und der kam immer dichter und immer dichter und immer dichter. So, und irgendwann guckte der mir schon fast über die Schulter. Ja, ja. Und ich habe ihn dann auch nur angeguckt. Und so ähnlich ging es mir beim Geld. Hast du Geldautomat gesagt? Nein. Ja, siehst du, beim Geldautomat. Da finde ich es ja richtig heftig. Ich meine, ganz ehrlich. Habe ich Geldautomat gesagt? Nee, Getränke, glaube ich, ne? Ja. Ja. Aber ich meine, sag mal, Geldautomat genauso. Was guckt der mir über die Schulter, wenn ich meine Geheimzeit habe? Ja. Ne? Also, ist nicht richtig. Nee. Aber jetzt, es ist noch gar nicht so lange her, auf irgendeiner, wo wir ein paar mehr Leute waren, war auch eine Uschi da, die war am Ende richtig angetüdelt und die hat jeden umarmt und ja, es ist schön wiederzusehen euch und euch immer und immer wieder und nochmal am Abend. Das ist auch penetrant. Das finde ich, also es ist nicht mehr zu merken, dass es irgendwie nicht angebracht ist oder so, weißt du? Ja, gut. Oder ist das aufdringlich? Ja, wo ist der Unterschied? Ja, ich habe mir gerade überlegt, wenn du so betrunken hast, die auf dich zukommen und dich voll quatschen, keine Ahnung, weil sie zu glücklich sind oder so, keine Ahnung. Das ist ja dann auch nicht penetrant. Ja, ist ja doch auch ein Stück penetrant, weil aufdringlich. Aber in dem Moment, wo du sie darauf aufmerksam machst und sie tun es trotzdem, dann ist es schon ignorante Penetranz. Weil sie ignorieren deine Hinweise und machen es trotzdem. Ja. Ja, aber würdest du jetzt, sagen wir mal, wenn an der Kasse jemand steht und würde hinten sich aufregen, bis zum geht nicht mehr, würdest du dich umdrehen und würdest sagen von wegen, mein Gott, du habt den nicht so, kannst ja mal 3 Minuten warten. Nee, ich bin so ein Typ, der lacht in sich hinein. Ich lache in mich hinein. Also ich mache auch /ignore. Ja, ja. Und /ignore nicht. Obwohl es unfair den Kassierern gegenüber ist. Natürlich.
ich meine, gut, es gibt mit Sicherheit solche und solche, ja, ne, wo du dann wirklich nach 5 Minuten sagst, warum? Jetzt sitzen wirklich schon 20 Mann hier an der Schlange und warum rufst du keine Kasse? Ich weiß auch mal nicht, wie das Pausensystem ist. Ja. Du kannst ja auch mal Pech haben und rutscht vielleicht so rein, dass da gerade jemand in der Pause sitzt oder so. Ja, wie gesagt, ich meine ja auch, die machen das ganz geschäftlich mit Absicht. Also nein, die sind ja auch angehalten. Ne? Das ist ja, hat ja auch was mit Kundenfreundlichkeit zu tun. Ja, genau. Also das Prinzip an sich ist schon klar, ab einer bestimmten Anzahl wird eine zweite Kasse aufgemacht. So. Der Kampf um das Holz. So. Ja, Penetranz, wo gibt es noch Beispiele? Ja, mir fällt auch wirklich nur diese Sache so ein. Ich weiß, dass es bei mir auf Arbeit sehr oft Hektiker gibt. So, du hast ja deine Verladetore und alle Nummer und dran und dann stehst du dann da und du hast den halben LKW voll und die wollen dann das gleiche Tor. Und die sehen, dass du aber am weitesten schon bist. Alle anderen sind noch nicht so weit. Und dann stehen die neben dir und hast noch viel? Bist bald fertig? Und die elektrische Ameise, die kann ich dann auch gleich haben. Und ja, ich nochmal sage, wenn du noch weiter quatscht, die kriegst du gar nicht. Weg. Ja, und, okay. Dann stich ich die weg. Auf Arbeit hätte ich auch ein Beispiel. Bei uns ist es so, wir skypen ja viel. Ja. Und wegen Video. Offline. Oder AFK. AFK. Ja. Warum sage ich eigentlich AFK? Normalerweise sage ich AFK. Ja, keine Ahnung. Warum habe ich jetzt AFK gesagt? Vielleicht, weil du dann Denglische klingst. Ja. Geil. Wollte ich das wahrscheinlich gerade. Jedenfalls texte ich, es gibt einen ganz bestimmten Kollegen, den textet man an, weil man sowieso gerade im Flow ist oder mit jemand anderes telefoniert oder keine Ahnung was über ein anderes Tool. Und den textet man deswegen an, weil man das nebenbei machen möchte oder einfach nicht telefonieren möchte, weil ich genau weiß, wenn der anruft, dauert es eine halbe Stunde, bis er wieder auflegt. Und du kannst vergessen, dass der zurückschreibt. Eine kurze, knappe Antwort, sondern immer anruft. Ich stelle ihm eine Frage per Chat. Ja. Er ruft immer an. Kann er nicht einfach eine kurze, knappe Antwort zurück? Macht er nicht. Und das ist penetrant. Weil im Endeffekt habe ich nur das schon mal gesagt. Ich mache das nebenbei, Alter. Schick mir die Antwort. Er macht es trotzdem nicht. Ja. Immer wieder. Es gibt Leute, die verstehen das einfach nicht. Und merken auch nicht, wie sie einen selbst von der Arbeit dann abhalten. Also ich meine, das ist für mich eine verlorene halbe Stunde. Ja. Das gleiche Beispiel habe ich mit WhatsApp und das kann ich auch erzählen, weil dieser jemand never ever unseren Podcast hört. Das siehst du. Ja? Aber das ist auch so, das ist gar nicht mal böse gemeint, aber es ist so dieses, man stellt eine Frage, so wie du es gesagt hast, und urplötzlich fängt derjenige penetrant an, nur noch zu schreiben. Ja. Und beschwert sich, dass du keine Antworten gibst. Okay. Also ich habe einmal was gefragt, habe da eine Antwort gekriegt, habe mich dafür bedankt und da war gut. Und dieser jemand hat dann angefangen, allgemein weiterzuschreiben. Und immer wieder und immer wieder. Das wollte ich gar nicht. Ja. Und dann natürlich hätte ich dann einfach sagen müssen, du, reicht oder sowas in der Art. Ne? Im Endeffekt war das abends und dann hatte ich keinen Bock. Ich habe dann, glaube ich, weiß gar nicht, irgendwie was habe ich noch geschrieben, wo ich dann noch gesagt habe, du, kann jetzt gerade nicht oder sowas in der Art. Ne? Und dann habe ich nächsten Tag auch gleich nochmal den Ansatz bekommen von wegen, Mann, gar keine Reaktion auf meine WhatsApps von gestern und warum nicht. Und da habe ich dann wirklich am nächsten Tag gesagt, du, pass auf, das Thema war für mich gegessen. Ja. Ich habe eine Frage gestellt, ich habe eine Antwort gekriegt, das war gut. Ja. Ich dachte, der Rest eigentlich, ja, wenn das so ist. Ja. Ich gedacht, ey, das ist dann auch penetrant. Ja. Also du willst nur was wissen, kriegst eine Antwort, gut ist und dann derjenige, das ist ja so ähnlich wie die Leute, die in irgendeiner Gruppe nicht mitbekommen, dass sie vollkommen off-topic sind. Die Gruppe ist was für, also WhatsApp-Gruppe, was ganz Bestimmtes da und ständig sind diejenigen dabei, irgendwelche Off-Topic-Sachen, also die gar nicht dazugehören, reinzuwerfen, wo dann tatsächlich schon gesagt wird von mehreren Leuten, Alter, das hat mit diesem Thema überhaupt nichts zu tun, dafür ist das oder, nicht da. Oder ein Wort abschicken. Ein Wort abschicken, wo ich sage, ey, schreib doch. Und die ganze Zeit, Und dann noch ein Fragezeichen hinterher und noch ein Smiley hinterher. Und noch ein Smiley hinterher und warum antwortest du nicht gleich hinterher und nochmal lachen hinterher? Und dann sagst du kannst dich ja nicht mal rächen, indem du jedes Mal nur einen Buchstabe, weil die finden das wahrscheinlich noch geil irgendwie. Ja, also darfst du nicht. Nee. Die musst du wirklich durch Ignoranz. Da was ist denn los hier? Ich verstehe auch nicht. Was ist denn Olli? Olli ist ganz wahrscheinlich dein alkoholfreies Bier. Ja, das kann sein. Nee, aber das ist natürlich auch penetrant, ne? Und schlimm. Ja. Aber naja.
Du hast ja zum Glück dann auch Möglichkeiten. Ne? Du kannst ja dann wirklich blockieren oder sowas, in der Art, was WhatsApp betrifft. Aber du machst es natürlich nicht. Nee, du willst ja, also du willst ja deswegen auch nicht gleich blockieren. Ja. Wer weiß, du brauchst ja denjenigen mal nochmal wegen irgendwas oder brauchst eh die Informationen, die dann nochmal rüber. Keine Ahnung. Also ist. Und diese Penetranz, die ich vorhin erzählt habe mit dem Lehrgut und so weiter und so fort, ich habe mich früher da selbst auch nie getraut, überhaupt irgendwas zu machen. Ich stand meistens immer wie versteinert da und habe das einfach nur wahrgenommen, was da um mich drumherum passiert ist. Mittlerweile gucke ich dann immer schon, damit diejenigen das mitkriegen, dass die da jetzt irgendwie total... So frei nach dem Wort, wenn Blicke töten könnten. Ne? Ja, so ungefähr. Und ich glaube, es dauert auch nicht lange, da wäre ich mutig und würde dann auch mal sagen. Aber momentan, bin ich ehrlich, ob ich mir das nicht traue oder ob ich es nicht angemessen finde, keine Ahnung, weil ich glaube, bei solchen Leuten erreichst du ja eh nichts. Nee, das glaube ich nämlich auch. Das glaube ich nämlich auch. Ist das, das hatten wir auch vor ein paar Tagen, das Thema, dass die ganzen, ich will jetzt nicht sagen Rentner, das wär fies, aber Leute, die im obersten Stockwerk irgendwo wohnen und aus dem Fenster schauen den ganzen Tag und nichts anderes zu tun haben, als die Falschparker aufzuschreiben und bei der Polizei anzurufen. Ich wollte gerade sagen, mit Stein zu schmeißen. Ja, genau. Penetrant mit Stein. Nein, das war ja schon penetrant. Und jetzt sind die ja dazu übergegangen, weil es langweilig ist, nicht Maskenträger anzupfeifen. Also es gibt genug, die das dann sehen, die was weiß ich, gegenüber vom Lidl wohnen und dann sehen, wie jemand ohne Maske reingeht. Dann die Polizei sozusagen anzurufen, hier ist wieder einer ohne Maske oder da treffen sich drei ohne Maske. Ich finde eh, dass diese penetranten Leute, dass das zum größten Teil echt ältere Menschen sind. Also gar nichts zu tun haben. Ja. Ich weiß nicht, ob die so Stress haben mit der Zeit oder so oder so unzufrieden sind oder so gelangweilt. Ich glaube, das ist gelangweilt. Aber ich habe im Gegenzug schon mal jemanden kennengelernt, der hat zum Beispiel gesagt, wenn er sich an die Kasse stellt und er ist der Zehnte, dann chillt er. Ja. Dann beobachtet er, dann guckt er, aber er dreht jetzt nicht durch oder sowas. Das ist auch ein Älterer gewesen. Aber da habe ich gedacht, ja, das ist ja eigentlich auch richtig. Weil ich gehe jetzt einkaufen. Also nehme ich mir ja sowieso die Zeit zum Einkaufen. Und dann plane ich doch sowas mit ein. Ja, es sei denn, du brauchst wirklich was ganz dringend. Davon rede ich jetzt gar nicht. So. Wenn ich jetzt reinspringe und ich brauche wirklich bloß ein Brot. Ja. So, und ich sehe gerade, oder ein Toast, genau. So, und ich sehe, die Kasse ist leer und du springst zum Brot, nimmst das, kommst um die Ecke und fünf Mann. Ja, genau. Das ist natürlich so eine Sache. Ja, aber selbst diese Situation habe ich auch schon gehabt, dass ich zum Training wollte oder Uwe abholen wollte vom Training oder halt hier jetzt zum Fußball wollte oder sowas in der Art und nochmal schnell kurz was einkaufen und rennst dann schnell rein und dann siehst du plötzlich vier Leute. Aber dann sage ich eher so, so, stell mich dann aber an und sag, okay, du willst es ja auch haben. Du wolltest es ja auch haben. Ja, das ist richtig. Ne? Was auch penetrant ist, ist das Geräusch der Dein. Aber wo ich gerade bei Geräusch bin, ist ein Geräusch immer und immer wieder zu machen. Ein total penetrantes Geräusch. Zum Beispiel irgendwie mit Kugelschreiber zu klappen. Wenn du, keine Ahnung, irgendwie ein Seminar hast. Da gibt es einen, der immer zu mit dem Kugelschreiber klappt. Und du kriegst es zu Anfang gar nicht mit. Ist das penetrant oder nervös? Ja, es ist nur ein Beispiel. Es kann auch sein, dass das irgendwie, dass er auf dem Zeltplatz ist. Ich sitze manchmal da und mache mit dem Knie so. Ja, das ist vielleicht nervös. Das ist nicht penetrant. Und da wird mir dann auch immer gesagt, von wegen, bist du nervös? Nein, aber als Geräusch an sich, du bist auf dem Zeltplatz mit jemandem. Ach so, du meinst das Geräusch ist so penetrant. Und der will irgendwas heil machen und klopft immer auf die gleiche Stelle mit dem Hammer. Ja. Und immer wieder und kriegt es nicht hin. Und kriegst selber nicht mit, wie penetrant dieser Scheiß ist, den er da macht. Und du selber kriegst es auch erst, was weiß ich, nach ein paar Sekunden mit. Du nimmst das zwar wahr, das Geräusch, aber irgendwann überwiegt das, es stört total. Und dann so, Alter, hörst du jetzt mal auf. So penetrant, meine ich. Das sind aber auch so manche Sprachfehler, die du dann hast. Die können dann auch nerven. Ja, das stimmt. Das würde ich dann eher sagen. Das weißt du, wo du dich dann wirklich bloß noch so, The Witcher. The Witcher immer mit seinem, Wenn du dich darauf fixierst, bist du am Arsch. Dann brauchst du keinen Film mehr gucken von dem. Ja, das stimmt. Ist irre. Aber ich glaube, das passiert jedem mal irgendwie. Das ist schon kurios. Es gibt schon Leute, die gibt's gar nicht. Mhm. Ne, aber ja, gut. Ich finde es ja gut, dass es so unterschiedliche Leute gibt. Ich wüsste ja gar nicht mal, ob ich in irgendeiner Art und Weise penetrant wäre. Oh, das ist es!
Ich guck mal, was der Timer sagt. Ja, da ist alles gut. Ja, da läuft noch alles. Sehr schön. Weiter geht's. Nee, also manchmal hast du ja, ich will jetzt gar nicht sagen Ticks, ne? Hatten wir ja auch. Aber wo du selber sagst von wegen, oh, da, das kann ich auch nicht ab. Vielleicht bin ich da eventuell auch da so ein bisschen penetrant oder sowas in der Art. Aber fällt mir jetzt gerade spontan echt nichts ein, ne? Ob man da vielleicht selber auch irgendwie... Weiß ich nicht. Also da gibt's, das kommt aber tatsächlich auch immer auf das Empfinden an. Es gibt bestimmt einige, die etwas penetrant an dir finden, ganz bestimmt. Ja. Und manch einer kann das mehr ab, manch einer merkt das gar nicht. Und ich denke, das, also Beispiel Kasse, ne? Manch einer blendet es aus und macht dann nicht mal, also er gibt sich nicht mal Mühe, sondern er merkt es wirklich nicht, wenn da einer total durchdreht, weil es total egal ist. Und die anderen eben nicht. Also könnte ich mir vorstellen. Das heißt, penetrant wird aber ja wahrscheinlich... Aber penetrant ist keine Krankheit, ne? Nein. Würde ich jetzt auch nicht sagen. Penetrieren auch nicht. Penetrieren. So das Verb davon, ne? Oh, scheiße. Nee, ich glaube, das ist eine Eigenschaft. Das ist einfach nur genervt sein oder so vielleicht. Oder unzufrieden. Ja, ja. Du löst bei den anderen das Genervtsein aus eigentlich. Weil ja. In dem Moment bist du penetrant. Aber ist penetrant nicht auf? Ja, doch, ist aufdringlich. Auch, aufdringlich, ja. Auch. Unbewusst? Das ging penetrant. Nicht. Ich denke, das ist bewusst. Ich denke, dass das wirklich so eine Störenfriede sind, die das bewusst machen, weil die unzufrieden sind mit der Situation. Vielleicht ist das der Großteil, aber es gibt bestimmt auch unbewusste Penetrationen. Wenn man das jetzt alles weiß, ne, dann könnte man böse denken. Das sind keine bösen Wörter, das wird immer oftmals böse benutzt. Aber per se. Ich werde in der nächsten Folge werde ich mal böse Witze. Oh, ganz, aber keine rassistischen. Nein, 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 nein. Sexistischen. Nein, nein, nein. Das ist richtig. Nein, nein, das ist erträglich. Ja, sehr gut, sehr gut. Fällt mir gerade einer ein, aber. Mir fällt auch einer ein. Nicht komplett. Nicht komplett, den kriege ich jetzt nicht zusammen. Ich weiß nicht, ob ich den schon erzählt habe, deswegen lass es lieber. Ja, ja, eben. Machen wir beim nächsten Mal. Ja, genau. Ich suche auch ein paar raus. Jetzt mal was anderes. Ja. Kennst du Kameradenschweine? Ja. Okay. Ja, Kameradenschweine und das. Naja, es gibt. Also nicht den Begriff ist klar. Ja, ja. Ne? Aber. Meinst du nur Kameraden oder auch Kollegenschweine? Ja. Also ja, auch, ja, auch als Oberbegriff auch, sozusagen. Ja, klar. Kameraden, Kollegen. Ja. Also lernst du Kameraden, da passt das Wort ja wunderbar dazu, beim Bund sowieso kennen. Also wenn du beim Bund warst, bei der Wehrpflicht, dann findet man immer irgendeinen, der ein Kameradenschwein ist. Also bei mir war es zumindest so. Ich kann mich also an Bundeswehr sowieso nicht mehr so wirklich dran erinnern, dass es da so Kameradenschweine gab. Also gab es tatsächlich bei mir, also nicht mir gegenüber, aber hat andere Kameraden in seinem Flur tatsächlich, ich glaube, Stube gegenüber oder sowas. Okay. Tatsächlich. Penetriert? Penetriert, ja. Tatsächlich gab es auch einen Ufts später, also nach der Grundausbildung, der also wirklich ein Kameradenschwein war, der andere wirklich übers Ohr gehauen hat und auch übers Ohr gehauen klingt so einfach. Aber ist das nicht Machtgehabe dann? Ich weiß es nicht. Für mich ist ja ein Kollegenschwein, der dich hintergeht. Ja, der hinter deinem Rücken ja was ganz anderes macht, als wie er dir vorgeht. Genau. Das ist ja so eher so ein Kameradenschwein. Der dann sagt von wegen, wir kriegen das schon geregelt und geht dann irgendwo hin und sagt von wegen, ja mach mich mal hier lieber, weil der ist total blöd. Ja, aber und der kommt Ufts, dann raus. Der Ufts, der, bei uns hieß er Ufts Anus. So Anus? Anus wie Arschloch. Ja, 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 ja. So haben wir ihn genannt, weil er eben Arschloch war. Ich hab's nicht gesagt, weil ich es verstanden habe, aber ist okay. Voll für die jüngeren Zuhörer einmal übersetzen, was Anus bedeutet. Wikipedia. Anus. Und der hat das auch so gemacht, im Rücken mit anderen Ufzenstufzen über irgendwelche Untergebenen gelästert. Und das haben wir natürlich auch. Unwahre Dinge gesagt. Und nee, haben wir nicht. Genau, und die haben wirklich einen auf den Deckel gekriegt dafür, für etwas, was sie nicht gemacht haben. Und dem haben wir auch tatsächlich dann, ich glaube, am letzten Abend, wo wir alle voll waren, alle Mann zu verdroschen, gegen die Tür gepisst. Okay. Das war schön, das war angenehm. Von außen und er saß innen. Das, ob er drin saß, weiß ich nicht, keine Ahnung. Jedenfalls war nichts drin. Das war so die einzige stille Rache von uns.
Ansonsten hat der wirklich ganz fiese Sachen. Wahrscheinlich das nie mitgekriegt, weil er schon gar nicht mehr da war. Ja, das kann auch sein. Der Spieß ist dann da. Den er am liebsten mochte. Genau. Nein. Aber Kollegenschwein, um das mal zu verallgemeinern, gibt's auch genug. Also ich muss wirklich zum Glück sagen, dass ich das gar nicht so selber erlebt habe. Aber soll ich dir was sagen? Kollegenschwein fängt bei mir schon an, wenn du Stress auf Arbeit hast und das wissen alle, ja, und du dann blau machst. Nicht, wenn du wirklich krank bist, aber wenn du dann sagst, ich habe darauf keinen Bock und ich mache krank. Okay. Und da hört bei mir das normale. Da bringst du gerade den Stein ins Rollen, weil da gebe ich dir natürlich recht. Das ist natürlich dann schon Kameradschaft. Ein Kameradenschwein. Ist wirklich so, weil du lässt die ja hängen, die Kollegen. Ja, ich versuche das gerade so ein bisschen auf meine Arbeit zu münzen, aber ich denke, ja, wenn du plötzlich woanders fahren sollst, weil sich irgendjemand, der das vor dir sollte, dann plötzlich krank gemeldet hat und irgendeinen Grund gefunden hat, nicht hinzufahren, und die dann auf dich zukommt. Ja. Und du mit deiner ehrlichen Haut keinen Grund findest. Und das weißt, dass der gar nichts hat oder so, weißt du? Ja, genau. Das ist für mich Kollegen. Das, okay. Ja, oder du musst plötzlich für einen anderen am Wochenende arbeiten, weil der sich halt einfach krank meldet. Ja. Sowas in der Art. Ja, weil der gerne feiern gehen will oder gar nichts machen will. Ja. Stimmt. Das sind natürlich Kameradenschweine. Aber das andere ist ja tatsächlich dann auch wirklich die Geschichte mit dem hinter dem Rücken über den Kollegen lästern, keine Ahnung, Unwahrheiten erzählen. Eigentlich eine schlimme Sache, ne? Eigentlich wirklich eine schlimme Sache. Hinterm Rücken, nicht den Arsch in die Hose haben. Aber wir waren alle mal jung und ich glaube ganz einfach, dass du wirklich so vor 20, 25 Jahren auch vielleicht in gewisser Weise irgendwo mal auch so gewesen bist. Streckenweise. Hm. Ja, das, gebe ich dir recht. Das ist ja eine Erfahrungsgeschichte, dass man sowas nicht macht. Ja. Also das gehört zum Anstand dazu. Aber wie viele Erwachsene machen das heute noch? Nach wie vor. Weil sie es auch nicht anders können, wissen. Genau. Keine Ahnung. Hilfeschreien so indirekt. Und tatsächlich ist es so, wenn, also bei mir geht es zum Beispiel, und mit der Vielzahl meiner Kollegen, auch so 90%, dass wenn der Chef kommt und fragt, wer war das, wir hatten diesen Scheiß gebaut, dass alle sagen, ich will doch hier keinen anscheißen. Ja, ne, das ist Anstand und das macht man nicht. Aber die anderen 10%, da gibt es immer welche, die genau das aber tun. So. Ob die jetzt darüber nachdenken, was sie damit anrichten, und ob sie wissen, dass das kollegial wirklich unter aller Kanone ist, das weiß ich nicht. Ich sag mal, wenn der Chef einen dazu zwingt, das dann zu sagen, dann ist es eine andere Geschichte. Aber nicht, wenn es zwingend notwendig, nicht zwingend notwendig ist. Also wenn es gut, aber wenn du eine Sache klären kannst, indem du halt wirklich die Wahrheit sagen kannst, warum soll man die nicht sagen? Genau, das ist so. Also über diesen Grad bin ich schon längst hinaus. Dass ich da dann sage von wegen, der hat jetzt gerade Scheiße gebaut und das lasse ich durchgehen, nee. Das ist richtig, aber dann soll man den Kollegen zumindest mit ins Boot holen, auf irgendeine Art und Weise und nicht hinterm Rücken das die ganze Zeit das machen. Stimmt. Das funktioniert das nicht. Halt nicht. So. Und das ist cool, Kollegenschwein. Ja. Es ist... Aber gibt es bei dir, außer diese Krankheitsgeschichte, nicht so? Nee, also bin ich ganz ehrlich. Ich habe arbeitstechnisch, bin ich ja mehr oder weniger Einzelgänger. Und ich habe eine Handvoll Kollegen, mit denen ich mich da so nebenbei unterhalte. Ja. Oder kommunikativ bin über Telefon oder sowas in der Art. Aber da ist nichts irgendwie, was hinterm Rücken so wirklich abgeht, glaube ich. Was zumindest dazu beiträgt, dass ich einen Nachteil daraus ziehe. Ja. Ne? Weil, gut, länger arbeiten, auf Ware warten und so weiter und so fort. Da stelle ich jetzt keinen Kameradenschwein hin, der das mit Absicht macht und sagt jetzt den 50 Packern, hört auf, damit hier der Daniel da seine Ware nicht kriegt oder sowas in der Art. Also das hat damit überhaupt nichts zu tun. Nee, zum Glück nicht, weil, ja. Und ja, es kommt vielleicht auch auf die Branche wirklich drauf an, ne? Da du eher so für dich alleine arbeitest und nur Kontakt hast, wenn du Ware auslädst, ne, oder wir rein, so, dann ist das was anderes. Gibt's ja, weiß ich nicht, ob das Kameradenschwein dann, ich könnte jetzt ganz primitiv sagen, ja, ist auch ein Kameradenschwein, wenn ich normalerweise zum Kunden komme und der soll mir helfen. Ja. Ja, oder das Leergut soll schon rausgetragen sein, sodass ich ordentlich abladen kann. Mhm. Sag mal, Kameradenschwein, weil ich komme da an und da ist noch nichts gemacht. Mhm. Aber das kann ich den Leuten manchmal auch nicht vorhalten, weil ich weiß mittlerweile, wie die da alle besetzt sind, ja, und dass das gar nicht möglich ist teilweise, ne?
Aber wie gesagt, gibt immer solche und solche. Ne? Andere sagen, das ist Priorität. Die wissen, dass sie Ware kriegen und die machen das dann wirklich. Ja. Und das steht dann schon rechtzeitig. Und dann gibt es welche, die sagen, och, mir doch egal. So. Aber ich reg mich darüber nicht auf. Also für mich ist Kollegenschwein tatsächlich auch, wenn du ein Gemeinschaftsklo hast, das voll scheiße und nicht sauber machst. Tut mir leid, wenn ich das jetzt gerade mal so sage. Das fällt mir dem ja auch ein. Das ist ja ein richtiger das, Grund. Das ist ja. Der letzte Scheiß. Kollegenschwein gegenüber der Putzfrau, die das sauber machen das muss. Das auch noch. Das ja. Sehe ich jedes Mal bei uns in der Firma, wenn ich sehe, dass die da wirklich am Schrubben ist und die Toiletten blitzen wirklich. Stimmt, das hattest du ja mal erzählt. Genau. Und du kommst dann da rein und du siehst jedes Mal und komischerweise immer dasselbe Klo. Und es hat nicht dasselbe Klo, weil ich da drauf sitze, sondern ich sehe es ja schon dreckig, ne? Ja. Aber es ist wirklich, du gehst darauf und immer dasselbe Klo. Jeder hat ja immer so sein Stammklo, sag ich einfach mal so. Ja, aber wenn du da jetzt in die Toilette reingehst und da sind 6 Toiletten, dann gehst du immer an ein bestimmtes. Ja. Guckst da erstmal. Aber du kannst manchmal kannst du da nicht raufgehen, weil du dir sagst, Alter, was macht der? Ja, und das ist ein Kollegenschwein. Verlässt der das? Ja, aber nee, ist der unsauber? Ist der dreckig? Ist das ein Schwein an sich? Ja, denkt nicht darüber nach. Das sind Leute, die nur an sich Ich frage denken. Mich, wenn die so sturmartig das Klo verlassen, ob die sich überhaupt den Arsch abwischen. Ja, ob sie sich die Hände waschen danach? Ja. Das wird noch immer geiler, ne? Da kann man sich richtig schöne Kino-Sachen im Kopf... Und dann sind es meistens die Leute, denen du das nicht zutraust. Nee, das stimmt. Weißt du, das kommt ja noch... Das stimmt, denen siehst du das nicht an, es sei denn, die Hände sind dann dreckig. Ne? Ich habe letztens bei mir auch gesagt, normalerweise fahren die immer so mit Uniform umher. Ne? Also wir haben ja jetzt keine Uniform an oder sowas in der Art, aber Arbeitsklamotten. Und du siehst ja bei den ausländischen Kollegen Adidas Trainingsanzüge. Ja, ja. Und da fangen die bei uns mittlerweile auch schon an. Wenn du die ganzen Leute siehst, die nicht Deutschen, sag ich mal ganz vorsichtig, die haben alle Jogginghosen an, wo ich sage, Alter, was passiert als nächstes? Schlafanzug? Mhm. Ja, ich finde das auch nicht schön. Dass da der Riegel nicht vorgeschoben wird. Ja, obwohl das jetzt nichts mit Kollegenschwein zu tun hat, aber weil wir gerade so sagten von wegen, ne? Du schätzt die Leute nicht ein. Ja. Das kann plötzlich ein Kollege von dir sein, wo du sagst, das hätte ich jetzt nie gedacht. Oder so. Genau der steht da gerade aus dem Klo aus und geht 5 Minuten vor dir raus. Wären für dich Kollegenschwein-Geschichten auch früher in der Schule gewesen, wenn du auf Klassenfahrt einen angeschmiert hast, im Sinne von, der schläft, und ich schmiere ihm Zahnpasta auf die Stirn, damit er einpinkelt. Das war noch so eine Streiche, die man... Das ist Kameradenschwein, na klar. Ist es so? Na, ist das nicht? Ich meine, das sind ja Streiche spielen. Klar, es ist scheiße. Ja, aber das ist doch die ist das nicht die kleinere Form davon? Ja, doch, ganz bestimmt. Ja, ich hätte auch ja gesagt. Oder anschwärzen, Nachtruhe. Wer war hier laut? Ja, genau. Oder anschwärzen in der Schule von wegen, wer hat das gemacht? Ja. Der! Ja, genau. Das ist doch auch eigentlich... Kein Kollegenschwein, aber ein Kameradenschwein. Siehst du, da geht das schon los. Ja, aber es ist gut, dass du das sagst. Wäre ich nie drauf gekommen. In der Schule geht es ja schon los. Ja. Da scheißt der eine den anderen an. Ja. Und genau Wer hat genommen, das gemacht? Der! Und genau genommen ist es noch kleiner, nämlich unter Geschwistern. Die scheißen sich auch gegenseitig an. Ja, klar. Aber da ist das, ich glaube, das führt zu weit. Aber, aber nee, das stimmt aber. Da geht es schon los. Ja. Das ist krass. Da kriegst du schon in die Wiege gelegt, sozusagen. Da kann man ja dann richtig auspacken. Oh Gottes Willen, nein. Gerade in der Schule, ey. Boah, was haben wir? Habt ihr auch alle geduscht? Ja, ne, der nicht. Alle warten. Du gehst duschen. Und es war immer derselbe. Es war immer derselbe, der nicht geduscht hat. Oh Mann. So, aber da geht's los. Alle duschen sich den Kopf, außer Uschi. Die duscht sich die Haare. Ja, hab ich jetzt auch geraten. Ja, meistens Mädchen haben lange. Wir haben noch 5 Minuten. Willst du irgendwas Bestimmtes noch sagen? Irgendwas Wichtiges? Ich frag's mal. Ja. Ich lege erstmal Holz auf und dann kannst du ja schon mal loslegen. Naja, ich kann ja währenddessen, ne? Ja. Ich muss halt noch nicht warten oder so. Wenn du währenddessen kannst, dann kannst du ja. Ja, ich kann währenddessen. Das ist schön. Ja, wir haben uns. Wie lange machen wir jetzt schon Podcast? Ist das zweite Jahr jetzt, ne? Also, wir haben meiner Ansicht nach im Februar 2020 angefangen, ne? Kurz vor Corona. Ja. Ja. 2020, genau. Ja, ja gut. Und jetzt, heute ist die 72. Folge. Ja. Hammer. Hammer geil. Darauf erstmal prosten. Und ich weiß definitiv, dass wir letztes Jahr im Sommer vorproduziert haben und uns keine Pause gegönnt haben, gut gesagt. Ja, haben wir auch nicht. Stimmt. Na? Und das waren nicht wenig Folgen, die wir vorproduziert haben. Also richtig. Du warst im Urlaub, ich war im Urlaub. Wir mussten ständig irgendwie so ein bisschen. Ja. Ja. So, und diesmal haben wir uns gesagt, wir machen kurz, aber wir machen. Ja. Und wir haben uns geeinigt auf 14 Tage. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt Sonntag haben, die Folge kommt online, werden wir dann in Zukunft die nächsten 2 Wochen nicht. Erstmal nicht. Eine Sommerpause.
Eine künstlerische Sommerpause. Genau. Ja, ne, ist ja das Kreativität wieder fließen lassen, ja. Kopf freischießen, was jetzt Podcast betrifft, neue Themen. Also ja nicht das so, dass uns gar nichts mehr einfiel. Wir haben ja immer irgendwas gefunden, ne? Und manchmal auch spontan. Ja, so. Aber ich brauche einfach, ich muss dich mal nicht sehen. Ja, genau. Das, danke, du hast mir die Worte aus dem Mund. Ja, natürlich, das war mir klar. Ich wollte jetzt zuerst schießen. Aber du hast recht. Ich glaube, das macht ganz, ganz mir viel Sinn. Mir ist das Feuer auch nicht mehr zu warm. Ja. Und ich denke mal, wenn wir weitermachen, dann ist es August, dann wird es kühler. Nee, das stimmt gar nicht, August. Ende Juli. Genau. Ja, aber ich glaube, das macht auch jeder. Ich glaube auch, dass das gar nicht schlimm ist. Nee. Und ich denke, 2 Wochen ist auch nicht wirklich viel. Ist nicht wirklich viel und so ganz weg sind wir nicht, weil du hast ja einiges auf Twitch auch vor, ne? Irgendwelche ja, ich werde auf Twitch. Wenn du das erzählen willst, du weißt jetzt nicht. Ja. Wer das nicht hören will, kann ja vorspulen oder so. Wer das nicht hören will, muss fühlen. Genau. Ich werde auf Twitch, zumindest mal so, ich glaube, das ist ganz spannend, mal so 2-3 Folgen zusammenschneiden und werde die dann einfach mal hochladen. Ja. So, und dann einfach da auch mal zeigen. Das ist auf YouTube, glaube ich, nicht so wichtig. Nicht so wichtig, ist halt, wenn es gewünscht ist. Auf Spotify sowieso nicht. Nö. Da ist das, ich finde, das gehört da nicht hin. Ja. Ganz einfach nicht. Auf Instagram werden wir mal gucken, was wir da machen können. Wie gesagt, 14 Tage finde ich jetzt nicht als viel. Das geht schneller rum, als man denkt und dann ist man wieder da. Genau, aber ich glaube, das tut uns insofern gut, wegen mal Luft holen, ne, und Themen sammeln. Ja, man erlebt ja in diesen 14 Tagen unabhängig voneinander. Ja. Ehrlich genug. Ja, denke ich auch. Genau. Die EM ist dann endlich vorbei. Vom Alkohol mal 14 Tage weg. Was? Während des Podcasts. Ach so, ja. Ja, das... Gut, machen wir das so? Ja, denke ich mir mal, ne? Aber ich glaube trotzdem, das... Wolltest du noch irgendwie... Ein Bonifaz, eine Abschlussbonifaz. Dachte ich so, ne? Ja. Was hast du gemacht? Was hast du gedacht? Nee, das Dach. Ach so. Ja. Das T. Mhm. Ja. Hä? Oh Gott. Gut, dann müssen wir aber erstmal Tschüss sagen. Müssen wir. Natürlich, ja. Wir müssen. Auf Nummer Wiedersehen. Ich schwitze so, dass das in den Kniekehlen nass ist. Das ist eklig. Guck dir mal die Hose an, ne? Das ist eklig. Das ist doch nur Schweiß. Also, kann man das auszutschen? Oh Gott. Jetzt bist du echt eklig, ey. Alter Schwede. Nee, Prost. Tschö. Mit. Tschaui baui. Ich mit also bis in 3 Wochen? Oh, jetzt habe ich hier irgendwas gemacht. 3 Wochen? Also 2 Sonntage nicht. Ja. Das also heißt, den 3. Sonntag. Ja, genau. Wir kriegen das schon hin. Ja, ja. Pass mal auf, verdatteln wir alle die Zeit und so im November sehen wir uns dann wieder. 2025. Aber ihr wolltet doch nur... Ja, so. Du wolltest was vorlesen, nicht, dass du es vergisst. Der Bonifaz. Als der Bon... Alter, geil. Der war gut, den lasse ich drin. Als der Bonny alt geworden, ging er immer noch zum Puff. Doch, so sagt er, nicht zum Spaße, nein, aus heiligstem Beruf. Zwar verkehrt er dort geschlechtlich, nachdem man ihn sehr hoch gekaut, zwar war er nicht unbeträchtlich, voll und dementsprechend laut, doch wenn er erst mal befriedigt, hat er rührend sich bemüht, diesen Weibern klarzumachen, wie ein Sittenwart wie sie. Moral. Die schönste Sauerei ist Fahrt, dient sie nicht der Moral im Staat. So, liebe Kinder, jetzt schlaft fein, träumt was Feines. Und das nächste Mal sehen wir uns. Da kannst du nicht angucken.